Da sind zwei Statements mit zwei verschiedenen Problemen. In der Frage des ersten Problems ist, Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Das erste Problem ist, ich kann nicht fünfmal am Tag beten. Ich kann es nicht. Nun, ich glaube dir nicht. Wer auch immer sagt, er kann es nicht, dem glaube ich nicht. Weißt du warum? Weil ich Allah glaube. Ich habe nicht gesagt, dass ich an Allah glaube. Ich sagte, ich glaube Allah. Es gibt einen Unterschied, stimmt's? Ich glaube an Allah bedeutet, dass ich an seine Existenz glaube. Ich glaube an ihn. Aber wenn ich sage, ich glaube Allah, bedeutet das, ich glaube das, was er subhanahu wa ta'ala sagt. Er sagt subhanahu wa ta'ala, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah erlegt keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Das ist, was Allah sagt. Allah sagt, er erlegt keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Das ist, was er subhanahu wa ta'ala sagt. Du sagst, dass du nicht in der Lage bist, deinen Pflichten nachzugehen, welche Allah dir auferlegt hat. Ist das wahr? Du sagtest, ich kann nicht fünfmal am Tag beten. Es ist zu viel und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ja, du kannst es. So, ich habe die Wahl, dir zu glauben oder Allah zu glauben. Und möglicherweise, ohne dass du es realisierst, lügst du dich vielleicht selber an. Vielleicht bist du von dir überzeugt aufgrund deiner Faulheit, aufgrund des Mangels an Willen, dass du es nicht willst, fünfmal am Tag zu beten. Ich kenne das Problem nicht, aber vielleicht ist das Problem, dass du dich schämst, in der Gegenwart von Nichtmuslimen zu beten. Die Leute können eine 15-minütige Zigarettenpause einlegen, auf der Arbeit, korrekt? Sie können eine Pause einlegen und chillen und tun und lassen, was immer sie wollen. Und du kannst nicht einmal fünfmal am Tag beten, subhanallah. In New York City sieht man Muslime, die überall beten. In der Mitte der Fifth Avenue. Er war am Bordstein. Und der Junge betete, weil es Zeit war. Ihr wisst ja, in der Universität öffnest du den Kopierraum in der Bibliothek und du siehst drei Leute, die da am Beten sind. Sie verrichten das Gebet, wenn es Zeit ist. Das ist der erste Punkt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, du kannst beten. Und wenn Allah dir diese Last auferlegt hat und er tatsächlich weiß, dass du es kannst, und so überzeuge dich davon, dass du es kannst. Und vertraue auf Allah und er wird es dir leicht machen. Die zweite Frage ist, ist es ihm egal? Ist es ihm egal, dass er betet oder nicht? Diese Frage ist noch wichtiger als, braucht er meine Gebete oder nicht? Du vergisst, dass das Gebet nicht für Allah ist. Es ist für dich und nicht für Allah. Wenn alle Menschen dieser Welt, wenn sie alle ihr gesamtes Leben verbringen, indem sie Allah anbeten, so würde es ihm nicht noch reicher machen. So würde es nichts an seinem Besitz und seinem Königreich hinzufügen, weil er bereits im Besitz aller Reichtümer ist. Und wenn keiner Allah jemals erwähnen würde, so würde es seine Herrschaft, sein Königreich und seine Herrlichkeit nicht in irgendeiner Weise vermindern. Er braucht uns nicht, wir brauchen ihn. So, die Frage ist, fühlst du, dass du es brauchst zu beten? Hast du das Gefühl, du brauchst das Gebet in deinem Leben? Und wenn es nicht so ist, wenn du dich frei fühlst, bettel Allah um seine Hilfe. Bettel Allah um seine Hilfe, wende dich Allah zu und verrichte das Gebet. Denn das ist ein ernstes Problem mit deinem Glauben. Und dein Glaube ist schwach geworden und die Frage tauchte auf, weil du dich von Allah entfernt hast für eine lange Zeit. Da kam Shaitan zu dir und sagt, ja, ich weiß, du musst dich schlecht fühlen, weil du nicht betest. Entferne dieses schlechte Gefühl von dir und ersetze es mit, warum muss ich beten? Das ist das nächste Schönreden der Krankheit. Der erste Teil war, zumindest haben wir das festgestellt. Aber zumindest hast du ein schlechtes Gewissen. Die Schuld war immer noch da. Das ist ein Geschenk von Allah. Wenn das schlechte Gewissen verschwindet, fängst du an zu sagen, Allah braucht mein Gebet nicht. Alles ist gut, solange ich Gutes tue. Und das ist der letzte Part, über den ich reden möchte. Der, solange ich Gutes tue, Teil. Wer definiert, was gut ist? Es gibt zwei Arten von Gutem in dieser Welt. Bitte merkt euch das, okay? Es gibt zwei Arten von Gutem. Da gibt es ethisch Gutes. Ich bin gut zu meinem Nachbar, ich bin ehrlich bei meiner Arbeit, ich bin nett zu den Leuten, ich klaue nicht, betrüge nicht. Das sind ethische Basics. Korrekt, ich sage die Wahrheit, ich bin ehrlich, ich bezahle meine Steuern. Das sind ethische Wahrheiten, okay? Und ich bin ehrlich in meiner Arbeit. Dann gibt es religiöse Güter. Ich gehe zu Hajj, ich gebe Zakat, ich bete fünfmal am Tag, ich faste im Monat Ramadan. Das sind keine ethischen Realitäten, das sind religiöse gute Taten. Gute Taten in der Religion und gute Taten, die ethisch sind. Was wirklich einige Male passiert mit Muslims und Nicht-Muslimen, aber insbesondere mit Muslimen, dass wir eine Unterscheidung zwischen diesen beiden Dingen machen. In der muslimischen Welt wirst du Leute finden, die aus moralischer Sicht gut sind. Sie sind nett zu ihrer Familie, sie sorgen sich um ihre Kinder, sie helfen im Haushalt, sie sind nett zu ihren Nachbarn, sie sind ehrlich in der Arbeit. Gute Leute, aber was? Keine Religion. Ich brauche keine Religion, um gut zu sein. Das ist das, was sie behaupten.
Die anderen Extremleute, sie beten, gehen zu Hajj, geben Zakat, haben einen langen Bart, tragen sehr religiöse Kleidung und dennoch sind sie schrecklich zu ihrer Familie, betrügen auf ihrer Arbeit, ziemlich unmoralisch und unethisch. Was wir nun haben, sind zwei getrennte Dimensionen der Güte, moralische Güte, ethische Güte und religiöse Güte. Allah subhanahu wa ta'ala verbindet diese im Koran, in dieser einen Ayah, welche Ayatul Birr heißt, die Ayah bzw. der Vers der Güte. Was bedeutet es, gut zu sein? Wenn du diese Ayah studierst, es ist eine Kombination von zwei Sachen. Es ist eine Kombination ethischer Prinzipien, wie deine Versprechen zu erfüllen, geduldig zu sein, und auch wie religiösen Prinzipien, das Verrichten der Gebete, Zakat geben, richtig? Es ist eine Kombination von beiden, in einem Platz. Wenn du also denkst, dass du in der Position bist, zu definieren, was gut ist, dann klebst du höchstwahrscheinlich an deiner moralischen Güte und du untergräbst die religiöse Güte, wie die Rituale, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gelehrt hat. Aber was Allah subhanahu wa ta'ala will, ist, dass wir beides zur selben Zeit haben. Das ist es, wenn eine Person wirklich gut ist. Das ist es, wenn eine Person wirklich gut ist. Ansonsten bist du nicht wirklich gut. Du hast gut sein nach deinen eigenen Gelüsten definiert und hast die Definition Allahs abgelehnt. Aber wir wenden uns Allah subhanahu wa ta'ala zu und bitten ihn um Rechtleitung, weil wir nicht in der Lage sind, Sachen für uns zu definieren. Wir brauchen ihn, damit er sie für uns definiert, inshallah ta'ala.